Manche Teiche sind besonders, wie dieser von Bruno Havard im Taunus. Ganz ohne Technik, aber glasklar und voller Leben. Unter Wasser und auch oben am Teichrand. Das Ziel des Teiches war Erfüllung eigentlich eines Jugendtraums, mal alle Tiere, die ich früher so in der Natur als junger Mensch gefunden und gesehen habe, mal friedfertig zusammen in einem Teich zu haben und auch vor allem beobachten zu können. Und das kann man hier gut, dank einer großen Scheibe. Ach, wie schön. Die hat sich der Naturfreund von den Aquarienbauern des Frankfurter Zoos in seinen Betonteich setzen lassen. Wenn die Sonne von hinten ins Wasser scheint, erleuchtet sie eine reiche Unterwasserlandschaft. Der Vorteil der Scheibe ist, man taucht einfach in die Wasserwelt ein, als ob man unter Wasser geht. Und dadurch, dass man vor der Scheibe gucken kann und kann mit dem Kopf nach oben gehen, kann man beide Welten sehen. Man sieht die Frösche oben auf dem Teich, was sich oben bewegt. Man geht runter und sieht unten die Fische, ein Stockwerk tiefer, und kann den gesamten Zusammenhang sehen. Und das ist natürlich dann, finde ich, und dann hat ja auch einen sehr großen Fokus als Mensch vom Weitwinkel, ist es einfach toll. Damit es friedlich bleibt im Teich, fängt Havard alles raus, was Ärger macht. Gelbbrandkäfer und auch Wasserwanzen. Bei den Fischen beschränkt er sich auf wenige Arten, die den Kaulquappen nicht schaden. Da ist der Stichling, obwohl er eigentlich eher so ein Raubfisch ist, trotzdem aufgrund seiner Größe ideal. Die Stichlinge sind für mich wunderbar zu beobachten, weil sie haben ja so eine gepanzerte Verkleidung und sie verhalten sich wie Roboter. Und wie eine Pinzette holen sie sich kleine Tierchen raus, also es ist einfach toll anzuschauen. Und der Bitterling sowieso. Für mich ein toller Schwarmfisch, ist ein Pflanzenfresser. Es ist auch wirklich die Balz sehr schön anzuschauen zwischen Männchen und Weibchen. Und wenn man Glück hat, auch die Eierablage in der Teichmuschel. Mehrere Silberkarpfen und eine Ukelei leben auch noch in dem dichten Wald aus Tausendblatt. Diese Pflanze ist besonders wichtig. Als Algenkonkurrentin hilft sie, Nährstoffe aus dem Wasser zu entfernen. Die Teichentwicklung ist ja ein Prozess von vielen, vielen Jahren. 20 Jahre ist er jetzt alt. Ich sag mal, seit vielleicht 8 Jahren läuft er praktisch im Gleichgewicht. Ich brauche praktisch gar nicht eingreifen, es sei denn, das Tausendblatt geht auch zurück. Dann muss ich welches nachpflanzen, habe ich jetzt auch wieder getan. Ansonsten mache ich nur den Teichboden sauber mit so einem Kescher, der hier steht, und fange eben die Blätter raus, und das ist alles. Ein Naturwunder auf kleinstem Raum, an einem Hang, der eigentlich nicht zum Teichbauen einlädt, außer man nutzt die Schräge zum Einbau einer Scheibe. Die Frösche hier sind alle fast zahm und zeigen sich auf Augenhöhe.